Games. Man liebt sie, aber meistens nur so lange, bis es wegen dem Zocken irgendwie Stress gibt. Oft wegen den Eltern, aber manchmal auch mit Lehrkräften oder halt mit sich selber. Und zwar deswegen, weil man es irgendwie nicht schafft, damit aufzuhören, auch wenn man sich's fest vorgenommen hat. Aber woran liegt es eigentlich? Warum ist es so schwer, mit kleinen Spielen aufzuhören? Wenn man mal im Internet recherchiert, wie schaffe ich es mit dem Zocken aufzuhören, findet man unzählige Tipps. Und da ist echt alles dabei. Von Wecker stellen über feste Zeiten fürs Zocken bis hin zu eigenes Internet komplett abschalten. Am Ende muss natürlich jeder selber ausprobieren, was für einen funktioniert. Aber die Frage ist doch irgendwie auch, warum gibt es dafür eigentlich so viele Tipps? Wenn ich nämlich google, wie schaffe ich es mit den Hausaufgaben aufzuhören oder wie schaffe ich es mit dem Spazieren aufzuhören, finde ich ziemlich wenige bis gar keine Tipps. Klar ist also, mit dem Zocken aufzuhören fällt schwer, und zwar vielen Menschen. Ganz oft liegt es daran, wie digitale Spiele aufgebaut sind. Und deswegen will ich genau darüber in diesem Video mal sprechen, weil oft kann es schon helfen, diese Tricks zu erkennen und im richtigen Moment zu entlarven. Punkt 1, der Zufall. Würde man nicht denken, aber genau dieses Element hält uns oft am Spielen. Wir kennen den Zufall auch schon von Kindesbeinen an, zum Beispiel von Brettspielen. Klar, man kann bei ganz vielen Spielen auch taktisch spielen, aber der Zufall spielt einfach oft eine echt große Rolle. Denken wir zum Beispiel an Mensch, ärgere dich nicht, dann kommt es auf mein Würfelglück an. Bei den allermeisten Kartenspielen ziehe ich Karten und bin jedes Mal überrascht, was bekomme ich da und wie hilft mir das im Spiel weiter. Durch dieses Glück oder diesen Zufall bleibt das Spiel für mich spannend und ich bleibe dran. Und genau dieser Zufall, der begegnet mir auch ganz oft in digitalen Spielen und da auch auf doppelt manipulative Art. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt gerade mal StumbleGuys öffne und das als Beispiel nehme, dann geht es direkt damit los. Cool, ich kann kostenlos was gewinnen. Durch ein Glücksrad. Also wie deutlich soll es denn noch sein? Mir wird da ganz klar gezeigt, du hast gar keinen Einfluss drauf, du hast maximal Glück. Und ihr seht schon, ganz knapp schrammt der Zeiger an der Figur vorbei, die ich gerne hätte. Und mein Gehirn sagt mir dann, fast, beim nächsten Mal klappt's. Das mache ich morgen gleich nochmal. Solche Art von Zufallsereignissen bringen mich dazu, es nochmal probieren zu wollen. Und jetzt wird's manipulativ, denn in Games stehen die ganz oft im Zusammenhang mit Geld. Ein anderes Beispiel sind Spielerkarten in FIFA Ultimate Team. Es geht also oft darum, du bekommst zufällig etwas, aber wenn du Geld ausgibst, kannst du vielleicht nochmal was probieren, zum Beispiel nochmal am Glücksrad drehen oder du kannst direkt das kaufen, was du eigentlich haben möchtest. Doch damit nicht genug vom Zufall, denn in den meisten Spielen wird auch wahllos, zumindest für mich, zusammengewürfelt, wo, mit wem oder gegen wen ich spiele. Ich habe da also erstmal keinen Einfluss drauf. Schauen wir zum Beispiel bei StumbleGuys rein. Da laufen fröhlich die Spielewelten und Parcours durch, in denen ich eventuell gleich spielen muss. Einfluss darauf habe ich keinen. Aber das Gefühl, sowas nicht beeinflussen zu können, das gibt mir auch den Gedanken, dass ich beim nächsten Mal vielleicht mehr Glück habe, dass es da für mich besser läuft. Und genau das hält mich am Ball und bringt mich dazu, nochmal zu spielen. Punkt 2, schnelle Aufstiege. Selbst wenn es in der Runde mal nicht so gut für mich lief, bekomme ich in vielen Spielen einfach immer was. Egal ob Punkte, Münzen oder Juwelen, you name it. Und so bekomme ich auch das Gefühl, in irgendwas werde ich immer besser und bin am nächsten Aufstieg dran. Ah, ich brauche nur noch so viele Punkte bis zum nächsten Level. Naja, wenn ich noch 2-3 Mal spiele, vielleicht habe ich dann genug Juwelen für diesen Skill oder für diesen Skin. Und so bleibe ich einfach noch länger dran, denn ich schaffe es ja immer zum nächsten Aufstieg. Ein krasses Beispiel dafür ist Brawl Stars. Schaut euch mal an, wie viel ich hier nebenher schaffe und wie viele Sachen ich überhaupt ansammeln kann. Zu Beginn schaffe ich hier nach fast jeder Runde einen Schritt nach oben, gewinne irgendwas, für das ich mir wieder was Neues kaufen kann. Man kommt ganz schnell voran, das macht Spaß und man bleibt dran. In vielen Spielen wird das aber immer schwerer, je länger man spielt. Also man bekommt nicht mehr so tolle Belohnungen und man steigt einfach nicht mehr so schnell auf. Wir erinnern uns aber dran, wie cool das am Anfang war und wollen dieses Gefühl wieder haben und spielen dann eben noch länger. Punkt 3, einfaches und schnelles Weiterspielen. Der Punkt ist so simpel wie logisch, denn wenn ich digitale Spiele spiele, dann muss ich kein Spielbrett neu aufbauen und von vorne anfangen. Und ich muss auch nicht darauf achten, wann meine Freunde nach Hause gehen müssen oder wann ich selber nach Hause muss. Mich trennt vom nächsten Spiel oft nur ein Klick, eine minimale Bewegung von meinem Finger auf den Play-Button. Und diese Bewegung ist so klein, dass der Finger die gefühlt oft schneller ausführt, als man überhaupt drüber nachdenken kann. Und genau das ist natürlich so gewollt. Ihr seht schon, es gibt einige Faktoren, die in die Spiele eingebaut sind und übrigens auch immer weiter perfektioniert werden, damit es noch schwieriger für uns wird, mit den Games aufzuhören. Das waren jetzt mal nur einige davon, aber neben diesen Faktoren in den Spielen gibt es auch noch ein paar persönliche Faktoren, die sich also auf uns beziehen, die es uns auch schwerer machen können, mit dem Game aufzuhören.
Ein großes Thema sind zum Beispiel Erfolgserlebnisse statt Überforderung. Wenn es bei dir in der Schule gerade nicht so gut läuft, du vielleicht im Unterricht sitzt und wenig bis gar nichts checkst oder auch mit deiner Familie und deinen Freunden gerade Stress hast, vielleicht auch das Gefühl hast, die alle erwarten so viel von mir, das kann ich überhaupt nicht leisten, ich bin komplett überfordert, da geben dir Spiele dann schnell ein anderes Gefühl. Denn in den Spielen scheitert man ja nicht nur, sondern es klappt auch mal. Man fühlt sich den Anforderungen gewachsen und erlebt Erfolg. Das ist ein super gutes Gefühl und das will man natürlich gerade dann, wenn es sonst nicht so gut im Leben läuft, ganz oft erleben. Hört also nicht auf zu spielen, sondern bleibt weiterhin dran. Spielewelten können ja total kreativ und fantasievoll sein, aber manchmal müssen sie das noch nicht mal, denn uns reicht es schon, wenn sie schaffen, uns von unserem eigenen Leben und unserem Alltag abzuschalten. Wenn wir durch die Spiele unseren Kopf, in dem gerade vielleicht irgendein Stress abgeht, ausschalten können und full focus aufs Spiel haben können. Das ist aber nichts anderes als eine Flucht ins Spiel und das kennen wir doch eigentlich alle. Allerdings ist es ein ziemlich problematischer Faktor von Spielen, denn klar, es ist völlig okay, mal den Kopf auszuschalten und die Probleme mal kurz beiseite zu legen. Aber wenn es nur darum beim Spielen geht, dann muss man irgendwie auch im Kopf behalten, naja, nach jeder Spielrunde sind meine Probleme aber eigentlich immer noch da und ich kann einfach nicht ins Spiel flüchten. An so einem Punkt kann es total hilfreich sein, sich kurz Zeit zu nehmen und drüber nachzudenken, was nervt mich gerade an meinem Alltag so sehr, dass ich mich in so eine Spielewelt flüchten möchte. Und was kann ich tun, um diese Probleme irgendwie anzugehen und mein Leben dadurch zu verbessern? Wenn ich selber nicht kann, dann kann ich mir überlegen, wer könnte mir denn dabei helfen? Manchmal kommt dabei übrigens auch nur raus, dass einem der eigene Alltag gerade irgendwie zu langweilig ist. Und dann heißt es einfach, öfter mal was Neues ausprobieren. Wie wäre es mit einem neuen Hobby oder einfach spontan jemand anschreiben und sich irgendwo treffen und was zusammen machen. Zocken dann auch noch alle deine Freunde ein bestimmtes Spiel, dann wird es auf mehrere Arten noch mal schwerer, mit dem Spiel aufzuhören. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass dieses Spiel öfter mal Thema im Freundeskreis ist und da will man dann natürlich mitreden können. Dazu muss man das Spiel aber auch kennen. Vielleicht willst du aber auch zeigen, dass du es echt drauf hast und in dem Spiel total gut bist, aber dazu brauchst du natürlich Übung und musst auch eine ganze Weile zocken. Und der dritte und vielleicht der schwerste Punkt ist, was ist, wenn alle Freunde gleichzeitig zusammen zocken, du aber eigentlich aufhören willst, aber immer jemand die anderen anstachelt, komm, noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Da will man die anderen ja auch nicht hängen lassen. Ein einfacher Tipp für solche Sachen ist übrigens, von vornherein mit allen Freunden feste Zeiten ausmachen oder zum Beispiel eine Person bestimmen, die genau darauf achtet, dass alle zu einer bestimmten Zeit aus dem Spiel rausgehen. Da sich diese Person auf kurze Zeit vielleicht ziemlich unbeliebt macht, macht es Sinn, genau diese Rolle auch mal durchzuwechseln. So, das waren jetzt mal einige Faktoren, die es so schwer machen können, mit dem Zocken aufzuhören. Was mir aber noch ganz wichtig ist zu sagen ist, digitale Spiele an sich sind überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil, es gibt mittlerweile ja echt einige Studien, die zeigen, was für positive Einflüsse digitale Spiele auf uns haben können. Wenn du da mal eine Argumentationshilfe brauchst, schau mal in die Infobox, da habe ich dir was verlinkt. Aber digitale Spiele sind halt so lang cool, wie du sie so spielen kannst, dass sie zu deinem Leben passen und wie du das Gefühl hast, ich setze hier das Limit und ich habe die Kontrolle, nicht das Spiel. Also achte beim Spielen doch einfach mal drauf, was dir das Aufhören so schwierig macht. Vielleicht haben dir die Tipps aus dem Video dazu ja auch Anregungen gegeben. Wenn dir was auffällt, dann überleg dir, was kann ich genau gegen dieses Problem tun. Gerne kannst du auch deine Tipps oder deine Erfahrungen hier in die Kommentare schreiben. Ich glaube, da können wir alle noch was lernen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder ein Abo. Und wenn du auch wissen willst, warum es dir so schwerfällt, mit YouTube, Insta oder TikTok aufzuhören, dann schau am besten gleich dieses Video an.